Liebe von, hier ist euer Steinwallen, zurück hier bei unseren Crew Toys und wir haben es nicht nur mit einem geplanten und relativ simplen Krieg gegen Thessaloniki zu tun, sondern erneut mit einem Bauernaufstand, angeführt von Attila, dem Zwerg, so nenne ich ihn jetzt mal, denn er ist ein Zwerg, ein katholisch-ungarischer Zwerg, aber er ist noch in anderer Hinsicht interessant, denn ich habe mir mal die Titelgeschichte von Ungarn angeschaut und wenn wir das sehen, sehen wir, dass er selbst tatsächlich schon einmal für 5 Jahre König, oder nein, für 3 Jahre König von Ungarn gewesen ist. Und zwar, ganz komplizierte Geschichte, seine Großmutter, glaube ich, ist es, Königin Csilla von Ungarn, die ist, oder ist es seine Großmutter, wir gucken mal. Ja, ich glaube ja. Also seine Großmutter, die ist Königin geworden durch Fraktionsforderung 1323. Dann ist sie regulär gestorben und ihr Sohn Boldischar hat das geerbt. Aber er musste abdanken, weil er sich offenbar da hochgeputscht hat, der Attila. Und der war tatsächlich also König 36. Daraufhin gab es eine Fraktion in Ungarn, eine Fraktionsforderung, die Attila wiederum abgesetzt hat und König Lampert zum König gemacht hat, der wiederum ziemlich lange König war und das Ganze an seinen Sohn vererbt hat, den wir wiederum bekämpft haben und dem wir wiederum diese Krone weggenommen haben. Und nun ist der also aus der Versenkung aufgetaucht mit 45 Jahren und führt jetzt die katholischen Bauern. Das ist doch eine ganz interessante Geschichte. Nun ja, wir wissen immer noch nicht ganz genau, wo er ist. Das ist das große Thema. Aber wir sehen, dass die Truppen sich wirklich hier in Ungarn konzentrieren. Und insofern, ich hatte kurz überlegt, ob wir unsere estnischen Verbündeten holen. Das wären die, die wirklich viel bringen würden. Aber ehe die da unten sind, weiß ich gar nicht, ob es nicht schon zu spät ist. Wir werden Folgendes machen. Wir werden jetzt also diese Armee, die Krieger von Perun, gen Norden ziehen lassen. Bringen wir sie erstmal dorthin. Wir werden, wo haben wir eigentlich unseren Punkt? Hier, ne? Ja, hier unten. Wir werden Bauern ausheben. Den platzieren wir mal dorthin, genau. Und dort werden wir jetzt, ja, ich schätze mal so 20.000 Mann ausheben. Und wenn das erfolgt ist, werden wir, glaube ich, hier in dem Bereich eine reine Bauernarmee nochmal etablieren. Und dann werden wir auf die Jagd nach dem Anführer gehen, während die anderen hier weiter Thessaloniki belagern, damit dieser Krieg relativ schnell zu Ende geht. Das erstmal dazu. Zu der offenen Frage, was wir mit unserem Sohn machen, der mit unserer Schwester inzestuös zusammengegangen ist, kommen wir nachher noch. Beziehungsweise, ich glaube, das verschiebe ich auf die nächste Staffel und frage euch mal um eure Meinung. So, es geht aber immer weiter. Spionage. Okay, unsere Tochter Pechna. Die ist möglicherweise nicht glaubenstreu. Das Zeichen einer schwachen Seele. Sie ist ungläubig. Oh Gott, was erfahren wir denn jetzt alles hier über unsere Familie? Es wird ja immer schlimmer. Naja, gut. Das ist aber eigentlich nicht das, was wir erfahren wollten. Eigentlich ging es um unsere Frau. So, hier ist ein bisschen was gebaut worden, das ist gut. Wir sind aber über den Domänenschwelle. Ach so, weil wir die neuen Besitztümer fertig gebaut haben. Das heißt, die müssen wir noch relativ schnell mal abgeben. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Ne, hier nicht. Hier müssen wir mal gucken. Ganz unten müssten die sein. Schrein und Baronie. Die werden wir einem niederen Adel verleihen. Und das Gleiche machen wir mit der Baronie von Taus, die neu dazugekommen ist. Soweit, so gut. Also, jetzt ist die Frage, wissen wir jetzt schon, wo der Anführer ist? Erstmal gibt es einen weiteren Krieg. Grafschaft Wilzia, Grafschaft Ukria, das ist nicht ganz so bedeutend. Wo bist du? Ach, du hast dir jetzt eine Rüstung angelegt. Attila, da. Da ist er, alles klar. 31.000 Mann, das ist doch gar nicht so weit entfernt. Das ist doch hervorragend. Gut, dann warten wir, wie gesagt, hier auf die 20.000. Die nächste Belagerung ist vollendet. Ein Verbündeter des Feindes tritt noch ein. Herzog Philippopolis. Da haben wir schon gesehen, das ist ein neues Bündnis und der hat nicht wenig. 12.500 auch noch. Ui, es könnte langsam ein bisschen unangenehm werden beim Gegner mit 28.000. Versuchen wir schnell so viel wie möglich Belagerungen hier hinzubekommen. Das müsste auch gleich zu Ende sein. Ja, wir sind damit bei 78%.
Okay, wo können wir noch schön Kriegsstand machen? Vielleicht ziehen wir hier oben nochmal zügig hin. Und da unten. Und dann reicht das vielleicht schon. So, hier sind jetzt 25.000. Das stoppen wir an dieser Stelle. Und verbinden, würde ich sagen, diese beiden Armeen miteinander. Und marschieren dann weiter, während wir hier unseren Punkt nochmal verschieben. Ja, ich würde sagen, hierhin. Und dort heben wir nochmal eine richtig große reine Bauernarmee aus. Und mal gucken, wer die dann anführt. So, wichtig ist jetzt der Punkt, dass wir hier so schnell wie möglich zu ihm kommen. Das scheint mir jetzt das Wichtigste zu sein. 13.000, 15.000 müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, aber ich glaube, 30.000 sollten wir dann mindestens haben, um konkurrenzfähig zu sein gegen die anderen reinen Bauernarmeen. Gut, dass die Ablässe kommen, die helfen uns natürlich wie gewohnt. So, hier sind wir erstmal zusammen. Du bist unser bester Mann. Und jetzt ist die Frage, wo greifen wir hier wie an? Von welcher Seite? Er steht dort. Das heißt, wir könnten eigentlich von hier angreifen, wenn wir dort herummarschieren. Ja, halt. Kann ich die Armee mal haben? Bitte hierhin. Das müsste eigentlich gehen. Und von dort dann den Angriff durchziehen. Na, mal schauen. 34.000 gegen 30.000, aber eben natürlich mit den Glaubenskriegern, die man nicht unterschätzen sollte. So, hier sind wir 26.000, das lassen wir noch ein bisschen wachsen. Aber das sage ich so, mehr Bauern haben wir gar nicht zur Verfügung. Okay, ist das der beste Befehlshaber, den wir jetzt hier nutzen können? Es gibt immer noch den in Ungnade gefallenen Prinz Vincenti, ob er nochmal eine zweite Chance erhält. Ne, wir ziehen Herzog Veli vor. Und ja, die Frage, wo kämpfen wir jetzt, ne? Die Armee wollten wir. Naja, dann würde ich sagen, greifen wir mal gleich die nächstmögliche hier an dieser Stelle an. Ja. Mal gucken, wie die Bauern sich da schlagen. So, wir haben schon die nächste Belagerung gewonnen. Wir sind bei 94%. Das geht ja hier wirklich ruckzuck. Da allerdings kommt eine Feindarmee. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht marschieren wir der mal entgegen. So rum, dass die nicht diese Belagerung dort oben stören kann. Aber eigentlich müssten wir da auch Widerstand leisten können, wenn es dann passieren sollte. Ah, die ziehen auch zurück. Aber hier wird es gefährlich. Das sind 12.000 Mann. Okay, aber wenn wir hier beieinander stehen, sollte das kein Problem sein gegen die 12.000. So, wir gucken. Und wir haben erstmal einen neuen Vorzug verfügbar. Und jetzt wird's lukrativ, wenn wir Heeregeld nehmen. Plus 10% Vasallensteuern. Das lohnt sich meines Erachtens richtig bei den Summen, die wir hier einnehmen. Normalerweise, jetzt haben wir aber minus 100. Klar, weil alles ausgehoben ist. Logischerweise. Ehrliche Entschuldigung, es geht immer noch weiter. Ah, okay, Henrik. Ich habe ihn mir gar nicht angeschaut. Solange wir nichts in der Hand haben gegen unsere Frau, werden wir da auch nichts unternehmen. Sie torpediert ein bisschen unsere Kriegsbemühungen, aber wir brauchen irgendwie weitere Indizien. Plus 36. Hier Bauern gegen Bauern, aber halt mit einem extrem guten Anführer. Das sollte souverän laufen. Ablass nehmen wir gerne entgegen. Das ist hier der entscheidende Punkt. Hier wird uns schon ein Sieg prognostiziert. Da unten sind wir bei 96%. Ja, die Belagerung ist gewonnen. Wir können diesen Krieg erst einmal beenden. Hervorragend. So sei es. Hier ging es ja in der Tat darum, diese eine Grafschaft zu erhalten. Die ist jetzt in unserem direkten Besitz. Und normalerweise würde ich sie natürlich an den entsprechenden Herzog geben. Das Problem ist, der Herzog ist genau der, ja, bei dem ich noch nicht richtig weiß, was wir jetzt mit ihm machen. Prinz Matthäus, der mit unserer Schwester geschlafen hat. Vielleicht flechten wir das mal hier ein. Also, ich will mal diese Entscheidung in die nächste Staffel verschieben und will einfach mal eurem Rat fragen, was würdet ihr in dieser Situation machen? Also, natürlich, Inzest könnte man jetzt lächeln, ist ja bei den Krutois sowieso wird das eher lockerer gehandhabt. Aber nein, würde ich nicht sagen. Wir passen schon auf, dass es nicht nah ist und
Mit der Tante ist definitiv zu nah. Und insofern haben wir es eigentlich mit einem sündhaften Verhalten zu tun. So, jetzt könnte man sagen, also was haben wir für Möglichkeiten? Entweder wir sagen, es ist unser Sohn, wir lieben ihn, wir drücken ein Auge zu. Das wäre eine rollenspielerisch akzeptable Art, damit umzugehen. Die zweite wäre zu sagen, okay, das ist unserem Glauben nach eine Sünde. Das muss bestraft werden, zum Beispiel, indem wir das öffentlich machen und er dadurch ein Verbrecher ist, wir ihm dadurch vielleicht für eine gewisse Zeit einsperren, ihm Titel wegnehmen, die jemand anderem geben und er vielleicht nicht komplett aus der Erbfolge ausgeschlossen wird, sondern aber dafür nicht das Königreich Polen erhält, sondern eben nur Herzog bleibt. Das wäre eine mäßige Strafe. Eine radikale Strafe wäre zu sagen, er wird komplett enterbt aufgrund dieser Dinge. Oder das wäre also jetzt der zweite Komplex, bestrafen, mäßig oder hart. Oder die dritte Möglichkeit meines Erachtens ist zu sagen, der gierige Charakter kommt zur Geltung. Wir werden das nicht öffentlich machen, sondern werden daraus ein Druckmittel erschaffen. Wir werden ihn erpressen und entweder vergolden wir das Druckmittel direkt. Warten erstmal ab, bis er König ist, dann kriegen wir besonders viel von ihm. Oder wir erhöhen auch seine Lehnsbande, dass er uns mehr Gold regelmäßig bezahlen muss. Das wäre sozusagen die perfide, ja, doch sehr amoralische, eher gierige Aktion. Das sind so für mich die drei relevanten Optionen, die wir jetzt haben. Da warte ich mal ab, was ihr dazu sagt. Wir lassen das mal hier mit der einen Domäne über Limit so lange. Wir entscheiden das dann in der nächsten Staffel. So, hier schaue ich mir aber erstmal an, was jetzt diese Schlacht bringt. Hier ist im Übrigen noch ein Krieg zu Ende gegangen. Der König von Bjarmaland hat ein Herzogtum erobert. Okay, das müssen wir uns mal angucken. Das ist ja dann doch relativ groß. Oh ja, tatsächlich Bjarmaland. Aber das sind jetzt die Jurereiche. Okay, alles klar. Vergesst es. Das war vielleicht hier diese kleine Grafschaft. Das war nicht relevant. So. Wir haben aber unten jetzt noch Armeen, die wir jetzt hier in den Krieg führen können. Die könnten wir vielleicht verbinden und hierhin marschieren lassen. Dann können die gegebenenfalls noch mitkämpfen. So, wir verfolgen jetzt weiter das hier. Aber nein. Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Was ist denn hier los? Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitze ist König Jeb auf ein Geheimnis gestoßen, dass man Ratsprediger Spytko hat. Es gibt Hinweise darauf, dass er offenbar an geheimen Ritualen teilnimmt. Welchen Zweck könnte diese haben, außer mit bösen Geistern in Verbindung zu treten und sich vielleicht sogar mit Dämonen einzulassen? Okay, Leute, das ist aber jetzt eine Nummer zu groß. Das ist eine Nummer zu groß. Es ist der wichtigste Mann in Glaubensfragen, derjenige, der eigentlich den Job hat, die Katholiken auf unsere Seite zu bringen, und der ist eine Hexe? Wow. Leute, wow, sage ich da nur, das geht gar nicht. Und vielleicht kommen wir jetzt auf die Idee, dass möglicherweise er auch, also durch seine Fehlbarkeiten, durch seine Unzulänglichkeiten, er mitverantwortlich ist für diese großen Aufstände. Was ist denn hier alles los? Einmal den Ratsspitzel hier in der Hauptstadt agieren lassen und schon kommen die schlimmsten Dinge zutage. Das ist ja schrecklich. Was machen wir mit ihm? Also er ist, was ist, er ist Herzog von Masowien. Also ich würde sagen, das geht zu weit. Wir müssen jetzt mal ein Exempel statuieren. Wir können ihn nicht einkerkern, ohne das Geheimnis aufzudecken. Wir werden ihn einkerkern. Wir werden das Geheimnis aufdecken. Das werden wir öffentlich machen. So, dann wird er eingekerkert. Da gibt es jetzt kein Vertun. 100% Erfolg. Aufstand kann er nicht machen. Ja, ab ins Gefängnis. Da hat er, glaube ich, auch keine Möglichkeit dagegen aufzubegehren. So, wir haben hier eine Schlacht gewonnen gegen die Bauern. Die erste Schlacht. Wir ziehen weiter. Ich würde sagen, gen Norden versuchen wir die dort jetzt zu erledigen. Wie ist die Schlacht gelaufen? 1900 gegen 22.000. Also dafür, dass das hier auch nur Bauern sind, ist das sehr, sehr gut gelaufen. Da kann man sich nicht beschweren. Wir können schon jetzt die Westslawen vereinen, aber ich denke, das machen wir erst, wenn wir diesen Bauernaufstand niedergeschlagen haben. So, Ablass, gerne. So, was ist jetzt hier mit... Okay, da ist er verhaftet. Alles klar.
Das heißt, wir brauchen natürlich einen neuen Mann hier. Aha, da hat er irgendjemanden genommen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich selbst bestimmen, wer das ist. Und ja, das ist doch super. Unser perverser Freund Branimir, der ebenso ein großer, gebildeter Mann ist, der bietet sich doch förmlich an, diese Position zu übernehmen. Sehr, sehr gut. Der macht dort weiter, wo der andere aufgehört hat, während es hier jetzt zur vielleicht entscheidenden Schlacht kommt. Ich hoffe zumindest. Ja, wir können eigentlich auch. Ne, wir können nicht von dort. Wo steht er denn? Ist der Fluss da? Ich glaube, der Fluss ist nicht zu unserem Nachteil. Da oben beginnt die nächste Schlacht. Wir müssen halt gucken. Wenn wir zu langsam sind, dann gewinnen die zu viele Belagerungen. Wir müssen jetzt wirklich darauf setzen, dass wir den Anführer erhalten. Das ist jetzt wichtig. Ansonsten müssen wir vielleicht hier noch unsere Truppen teilen oder ähnliches. Was ist mit der anderen Armee hier? Ah, die ist zu langsam im Moment. Die ist zu langsam, aber es könnte vielleicht jetzt schon erledigt sein, wenn wir hier erfolgreich sind. So, 35 gegen 29.000, aber plus 36 zu unseren Gunsten. Und da ist er tatsächlich, Attila, der ehemalige König der Ungarn. Hier oben haben wir auch wieder eine Schlacht, auch wieder souverän. Wir ziehen dann direkt zur nächsten Armee weiter. Der Fluss stört uns in diesem Falle, glaube ich, nicht. So, die Schlacht wird hart geführt. Aber der Sieg ist eigentlich sicher. Allerdings, ja, hier teilen sich die Bauern gut auf. Naja, vielleicht kriegen wir ihn ja hier. Das wäre doch mehr als erfreulich. Okay, einer unserer Champions wurde verwundet. Ja, tatsächlich, es ist gelungen. Puh, okay. Gott sei Dank. So sei es. So, damit hat sich die Fraktion aufgelöst. Wir haben ihn gefangen genommen. Wir können jetzt auch alle auflösen. Okay, wir schauen nochmal an. 2.900 gegen 30.000. So ist die Schlacht ausgegangen. Ja, und damit, liebe Leute, ist der große Moment gekommen, auf den unser König lange hingearbeitet hat. Das diente mehr oder minder durchaus auch zur Legitimation seiner Eroberung, das, was jetzt kommt. Eigentlich ging es ihm vor allem um Machterweiterung und Gier. Wir können die Westslawen vereinen. Als wir erstmals in diese Lande kamen, waren wir ein Volk. Über die Jahre verstreuten wir uns und teilten uns in zahlreiche Stämme auf. Nun, da fremdländische Mächte vor unserer Schwelle lauern, ist die Zeit gekommen, in der wir uns einmal mehr vereinen müssen. Nun gut, passt vielleicht jetzt nicht ganz so sehr zu unserer Situation. Wir erhalten auf jeden Fall 750 Prestige und das Wichtigste ist, die zugehörigen Gebiete aller westslawischen Königreich Titel. In eurem Besitz werden die Jure Teil eures Haupt Titels. Außerdem gibt es noch zwei zufällige Innovationen, die aber bei uns nicht kommen werden, weil wir schon alles erforscht haben. Wir werden die Westslawen nun also vereinen. So, die alten Stämme sind einmal mehr vereint. Ich habe uns zusammengeführt, wie es Samo einst vor Jahrhunderten tat. Sein Großreich starb mit ihm, doch ich bin mir sicher, dass Krotonia eine blühende Zukunft vor sich hat. Dies ist erst der Anfang. Gepriesen sei Krotonia und der König erhält einen Spitznamen, der Wendler. Okay, also das kommt sicher von den Wenden, klingt aber so ein bisschen merkwürdig. Nun gut, akzeptieren wir das mal so. Der Wendler. Okay. Gut. So, ja. Großkönig Janusz der Wendler. Und manche hatten ja vermutet, dass irgendwie dadurch die Königreiche aufgelöst werden. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Nein. Sämtliche Königreichstitel existieren natürlich noch. Es ist bloß, dass jetzt halt ein neues Großreich existiert, das so aussieht. Genau, das müsste es eigentlich sein, oder? Ja. Das ist gewissermaßen jetzt neu verbunden. Natürlich nicht Ungarn, aber der Rest. Und wie gesagt, alle anderen Titel in diesem Bereich sind die Jure-Titel dieses Großreiches. Und das ist wirklich von großem Vorteil. Und ich würde sagen, wir. Warte mal, warum Großkönigreich von Krotonia?
Großreichtitel. Hier steht aber nur Krotonia. Ah, okay, alles klar. Das wurde hier nur umbenannt. Ich würde sagen, wir nehmen das zum Anlass und nennen das ganze Reich nochmal um in Großkrotonia. Ist die Frage, ob man das auch so schreibt, Großkrotonia? Vielleicht so. So ein bisschen an Großbritannien erinnernd. Das Adjektiv wird dann großkrotonisch. So. Der Schriftzug ist natürlich... Ah, nee. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Die Bindestrichfrage können wir noch mal diskutieren. Ich lasse es erstmal so. Okay, wow. Frieden herrscht erstmal wieder. Und viel Geld ist da. Außerdem haben wir nur Lösegeld. Ein deaktiviertes Gebäude. Ah ja, okay, das hängt damit zusammen, dass das Herzogtum nicht in unserer Hand ist. Und jetzt gibt es auch noch das Thema des Königreich-Titels, genau, den wir erschaffen können. Ja, und der hängt, wie gesagt, mit der Erbfrage im Wesentlichen zusammen. Eine Frage, die ich jetzt noch nicht klären möchte. Ja, wo fangen wir jetzt erstmal an? Zahlung verlangen von Prinz Lambert wollen wir nicht. Gefangene, das können wir uns auf jeden Fall mal anschauen, was wir mit denen machen. 14 sind dort. Herzog Spitgo, ich glaube, der bleibt. Attila selbst, ja, da werde ich jetzt das nicht die Zeit verstreichen lassen, sondern hier werden wir die Enthauptung durchführen. Bei dem Redelsführer natürlich. So, da kullert der Kopf, ihr habt es gehört. Wir gucken jetzt hier nochmal vorbei. Müssen wir mal einzeln jetzt mal machen. Beziehungsweise gibt es irgendjemand, der noch irgendwie von besonderem Interesse sein könnte? Oh ja, den müssen wir mal auf jeden Fall ausnehmen von Massenentlassung, ebenso wie ihn. Alle anderen scheinen mir unwichtige Personen zu sein. Wir gucken mal, 7 Charaktere können wir für Lösegeld rausbringen. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. 10, 10, 25, 100. Oh, da war irgendein Herzog doch dabei. Aber die wichtigen glaube ich nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden, den ich behalten wollte, rausgeschickt. Wenn nicht, ist es egal. So, Dagmar werden wir jetzt gegen ein Druckmittel freilassen. Damanie ebenfalls. Sie auch. Diogenes ebenfalls. Und dann haben wir hier erstmal geklärte Verhältnisse. Okay, das können wir jetzt noch im Einzelnen abwarten, die ganzen Nachrichten. Da haben wir es. So. Und ich würde sagen, das muss eigentlich gefeiert werden, dieser Moment. Jetzt ist die Frage, können wir das eigentlich? Ist derzeit irgendwas möglich in der Hinsicht? Wir könnten uns dem Alkohol ergeben, aber das passt nicht. Wir haben im Moment keinen Stress. Ein Festmahl ist erst in 2 Jahren möglich. Auf eine Pilgerreise könnten wir gehen, aber auch erst in einem Jahr, im Mai. Ja, das ist vielleicht als Dank an die Götter nach diesen erfolgreichen Ereignissen doch angemessen. Ich denke, das werden wir tun. Sehr schön. Und es gibt weitere Informationen über eine Affäre. Miroslav mit Lucia. Das interessiert uns nun gar nicht. Das ist kein Problem. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Gold. Wir sehen im Übrigen, wie schön die monatlichen Einnahmen gestiegen sind. Nochmal sicher durch diesen Schwerpunkt, den wir da durch das Heeregeld, aber vielleicht auch durch die ganzen De Jure-Titel. Und ich denke, wir sollten in unseren Domänen jetzt einfach nochmal rumschauen, wie wir weiter investieren können und wollen. Hier sind wir schon auf Maximum. Wir machen mal da, wo es, also das, was Geld bringt, da werden wir investieren. Ah ja, vor allem, genau, lasst uns nochmal zurückkehren hier auf unsere Mine. Da können wir nämlich auch in die nächste Stufe investieren. Sehr, sehr schön. So, dann Jungbunzlau. Hier ist auch vieles möglich. Der Bauernhof, den bringen wir mal auf die nächste Stufe. Dann sind wir hier. Hier kann jetzt... Ah ja, schaut mal, wir können auch wieder neue Domänen noch haben. Wir werden mal hier eine Stadt etablieren. Oder nee, wir werden erstmal eine Burg hier ins Gebirge bauen. Als nächstes. Und hier in der Hauptprovinz der Bluthundzwinger, der bringt
Steuern nicht allzu viel. Erdkeller, ich glaube, das ist... Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, komm, nehmen wir die. Verbessern. Leitmeritz. Das bringt gutes Geld. Pilsen. Auch hier ist noch eine Domäne möglich. Und da sind wir auch schon bei 2000. Wir in den Hügeln oder im Wald. Wir werden in den Hügeln jetzt mal eine Stadt bauen. Mhm. Und hier vorne entwickeln wir, würde ich mal sagen, die Burg weiter. Wolkenstein. Kleine Hügelfestung. Das bringt uns kaum Geld. Machen wir hier weiter. Jelobor. Höfe und Felder. Ist meist lukrativ. Und das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben nur noch 400. Das sollten wir uns aufsparen als Notgroschen. Aber der nächste Ablass kommt. Okay, ich werfe gleich mal einen Ausblick auf die nächsten Ziele, die wir haben könnten. Ich hatte ja schon gesagt, es geht ihm jetzt nicht mehr so sehr um jetzt weitere große Gebiete. Das ist ja durch den einmaligen Königreich erobern Kriegsgrund sowieso im Wesentlichen jetzt durch Ungarn ja, erfolgt und geschafft. Es geht ihm jetzt gezielt darum, seinen persönlichen Reichtum noch weiter auszubauen. Und ich hatte schon erwähnt, Thüringen ist interessant wegen Göttingen. Hier wird es darum gehen, hier werden wir auch den religiösen Kriegsgrund wieder nutzen, damit wir sämtliche Grafschaften erhalten. Hier wird es darum gehen, dass er selbst diese Grafschaft Göttingen besitzt. Vielleicht sogar, ach nee, das Rammelsberg-Bergwerk ist auch selber hier in Goslar. Sehr schön. Das heißt, davon würde er komplett profitieren. Also das muss unbedingt ein Ziel sein. Ansonsten wäre es denkbar, dass das Herzogtum Thüringen dann auch an den zweiten Sohn geht, der ja hier schon zwei Herzogtümer hat. Also das passt durchaus. Das wäre ein Ziel. Hier haben wir ja schon die entsprechende Grafschaft mit der Mine erobert. Ein nächstes Ziel, und das jetzt allerdings nicht aus religiösen Gründen, sondern tatsächlich aus fiskalischen Gründen, wäre ein sehr, sehr symbolisch bedeutsames Ziel, nämlich tatsächlich Byzanz. Warum aus fiskalischen Gründen? Weil ich weiß gar nicht, ob es irgendwo eine Provinz gibt, die so viel Steuern abwirft wie Byzanz. Wir sind hier bei 29, ja, Rom vielleicht, ne? Aber sicher nicht in unserer Reichweite. Wir gucken mal kurz. Ne, ich glaube, ich bin falsch hier. 14. Ne, warte mal, das ist Vatikanstadt Rom. 20. Okay, da haben wir es. Wir schauen mal. Die klassischen Ile-de-France. 7. Okay, ist ein Trauerspiel. Wie sieht's aus hier? Ne, das ist Reading. London. 9,37. Ja, also ihr seht es. Das ist schon enorm, was da an Steuereinnahmen reinkommt. Und das ist tatsächlich durchaus in Reichweite. Wenn ich mir das mal angucke, Herzogtumtitel, geht es um das Herzogtum Thrakien. Und um das verlangen zu können, müssen wir vorher dieses Herzogtum hier erobern, das im Besitz von Philippopolis ist. Ja, und das ist durchaus machbar. Ein Krieg, ein Religionskrieg um dieses Herzogtum. Und schon hätten wir den Weg frei, um Moldawien wiederum anzugreifen, um dieses Herzogtum zu bekommen und damit auch Byzanz in unsere Hände zu bekommen. Und das, ja, wie gesagt, das tut seiner Schatztruhe besonders gut. Ich denke, das ist ein akzeptables Ziel. Also diese drei Kriege, Thüringen, Philippopolis und Moldawien, sind seine nächsten Herausforderungen. Das sind seine nächsten Pläne. Gut, damit beende ich diese Staffel und wir sehen uns in der nächsten wieder. Wir müssen uns noch überlegen, was machen wir mit unserem jüngsten Sohn und dem Königreich Polen. Also bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.